Kennst du das auch? Man geht Tag für Tag in die Arbeit, am Abend vielleicht Stress mit den Ängsten und dann legt man sich vor den Fernseher, um abschalten zu können. Das Leben wiederholt sich und man freut sich vielleicht noch auf den nächsten Urlaub. Heute reden wir genau über das Thema Familie und wie du deine Herzensvision in deinem Leben findest. Beim Lauf mit Sinn, gemeinsam mit Thomas Eidel. Hallo Thomas. Hallo Andi. Servus. Grüß dich. Einen kleinen Lauf mit Thomas Eibel, Finanz- und Lebensplanung heute. Freut mich voll. Genau, ja, mich auch. Wie gesagt, super Gelegenheit und vor allem einmal ganz anders beim Laufen. Genau. Lieber Thomas, erzähl uns einmal Finanz- und Lebensplanung. Was sind vielleicht die großen Themen? Heute haben wir das Thema Familie. Was sind so die großen Themen, was eine Familie beschäftigen und was vielleicht gar nicht so bewusst ist? Ja, ich glaube, das Wort bewusst, du hast das auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, dass wir einfach manche Sachen im Leben besser lösen könnten, wenn wir unser Bewusstsein einfach dahingehend auch erweitern, an unserem Bewusstsein arbeiten. Das ist auch ein Thema, warum mich dieses Thema so fesselt. Generell auch das Thema Lebensplanung hat für mich sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Wie bewusst bin ich mir meiner Fähigkeiten, die ich mitgekriegt habe, meiner Talente, die was ich da auf der Welt entfalten kann und das vielleicht auch von meinen Kindern ausleben kann, ihnen da vorleben kann, meine Potenziale zu entfalten. Wann bist du auf dieses Thema draufgekommen und wann kommen die meisten Leute drauf, dass das ein Thema ist bei einer? Welcher Lebensabschnitt ist das? Ich bin ungefähr so mit 25 Jahren, da habe ich mich das erste Mal ein bisschen so mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise bin über meine Frau, die Susi, auf ein Buch gestoßen, das heißt The Secret. Und da waren ein paar so Fragen drinnen, die mich angeregt haben, dahingehend überhaupt einmal darüber nachzudenken. Weil bis dorthin war es mir ja auch nicht bewusst, dass es da vielleicht noch mehr gibt, als das, was ich bis jetzt gehört habe oder was man eben mitbekommen hat. Ja. Was war da der große Wunsch? Der große Wunsch war, mich wirklich zu fragen, warum bin ich da und was ist meine Aufgabe da und wer bin ich eigentlich? Und das näher zu erforschen, hat mich damals eben extrem angespornt, einfach, ich würde sagen, das Leben zu studieren. Ja. Cool. Jetzt hast du eine ganze Werkzeugkiste in Form eines Online-Kurses, in Form von Büchern, in Form von Coachings. Verratst du uns heute ein paar solche Werkzeuge? Gerne. Wir sind alle mit einem großen Geschenk auf die Welt gekommen. Und eins dieser Geschenke sind unter anderem eben auch unsere geistige Werkzeugkisten, so nenne ich das. Ja. So habe das auch ich von meinen Mentoren kennengelernt. Und ich sage mal, diese geistige Werkzeugkiste unterstützt uns einfach dabei, das Leben da auf der Erde so zu gestalten, wie wir uns das vielleicht vorstellen und wie wir es gerne hätten. Und auch da sind wir jetzt wieder beim Thema Bewusstsein. Bin ich mir überhaupt dieser Fähigkeiten bewusst, dann kann ich es einsetzen. Bin ich mir nicht bewusst, kann ich es ja gar nicht anwenden. Ja, das ist wie wenn ich ein Werkzeug im Koffer habe, aber weiß gar nicht, was drinnen ist. Ja. Und einer dieser Fähigkeiten ist zum Beispiel die Wahrnehmung. Ja? Das ist eine geistige Fähigkeit, das heißt, die uns die Möglichkeit gibt, einfach Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen, zu hinterfragen. Und das kann uns natürlich in vielen Situationen auch helfen, wie wenn ich jetzt eine Kommunikation mit einem Partner, Partnerin oder wie auch immer habe, einfach mich in deren Lage vielleicht damit zu versetzen, andere Wahrnehmung, Perspektive einzunehmen. Super.
Und was gibt es noch? Auch die Vorstellungskraft ist also ein geistiges Werkzeug. Ich würde sagen, das ist eines der mächtigsten Werkzeuge. Denn diese Vorstellungskraft ermöglicht uns, ja, alles auf unserem geistigen Bildschirm zu sehen, was wir wollen. Es gibt ja da keine Grenzen, was das betrifft. Das heißt, du kannst da wirklich dein geistiges Kino erschaffen. Und da sind wir jetzt auch beim Thema Visualisieren, sich einfach das eigene Leben, da wo man vielleicht hin will, innerlich einmal auf seinen geistigen Bildschirm abzuspülen, damit man es dann auch in die Welt raustragen kann. Ja, du hast in deinem Buch auch die Geschichte mit dem Adler und mit dem Huhn. Um was geht's da? Glaube ich, passt auch sehr gut zum Thema Familie und um die Geschichte kurz zu erzählen. Es geht da eigentlich um einen Adler, ein Adlerküken, das in einem Hühnerstall auffindet. Ja, weil der Bauer hat das eingefunden und hat gesagt, passt, ich gebe das jetzt in den Hühnerstall und da kann der Adler groß werden. Und der Adler wächst halt da in die mit den Hühnern auf und schaut dann eines Tages auf den großen, weiten Himmel hinauf, ja, und sieht da oben einen prächtigen Vogelflug. Und sagt halt dann zum anderen Huhn, wie schön wäre es, da oben so frei herumzufliegen. Ne? Und dann sagt das Huhn, das ist ein Adler. Ne? Aber das wirst du nie können, weil du bist kein Adler, sondern du bist ein Huhn. Und ich finde die Geschichte sehr treffend und passend auch immer, weil ja auch wir alle in einem Umfeld aufwachsen, beziehungsweise unsere Kinder wieder in einem Umfeld aufwachsen, das uns prägt und am Ende des Tages ja auch sehr oft wieder darüber bestimmt, was wir glauben zu können oder nicht zu können, obwohl in Wirklichkeit vielleicht viel, viel mehr in uns drinnen steckt. Wunderbare Geschichte. Und das, glaube ich, führt uns auch zum nächsten Punkt, das, was in uns drinnen steckt. Was ist so der Kern von deiner ganzen Arbeit? Vielleicht Stichwort Herzensvision. Der Kern ist einfach, dass ich Menschen unterstützen möchte, einerseits persönlich zu wachsen, aber auch finanziell. Und persönlicher Wachstum heißt für mich einfach auch, ein sinnstiftendes Leben zu führen. Ich glaube, wir alle streben irgendwo nach Sinn. Am Ende des Tages, wir wollen zurückblicken und wollen sagen können, das war ein geiles Leben, das hat einen Sinn gemacht, die Zeit, was ich da war. Und ich glaube, um diesen Sinn greifbar zu machen, muss ich mal wissen, was macht in meinem Leben Sinn, was erfüllt mich. Und diese Erfüllung nenne ich eben diese Herzensvision, wirklich herauszufinden, was da drinnen steckt in dir. Was ist es am Ende des Tages wirklich das, was dich erfüllt, was mich erfüllt? Und da sind wir auch bei dem Thema zum Beispiel Beruf, Berufung. Ja? Macht mir das, was ich jeden Tag tue, Spaß? Oder mache ich das auch nur jetzt wegen Geld und habe aber keine Erfüllung dabei? Und das meine ich damit, sich wirklich einmal die Zeit zu nehmen, da reinzuhorchen und seine Herzensvision, das ist, sage ich mal, der große Stern, auf dem man irgendwo hinstrebt, mal überhaupt zu erkennen. Ja? Wie ist der? Was ist das? Jetzt ist es ein riesengroßes Thema, vielleicht nur einen kleinen Tipp. Wie kommt man da hin? Man kommt hin, indem man sich die richtigen Fragen stellt und einfach auch immer wieder die Zeit nimmt, in sich hineinzuhorchen. Das heißt, es braucht einfach Ruhe und Zeit für sich alleine, um auf sein Herz zu hören und einfach auch Menschen oder Coaching-Programme, wo eben Fragen gestellt werden, die genau auf das abziehen. Ja?
was willst du, wer bist du, wo möchtest du hin, da wirklich Schritt für Schritt sich selber näher kommen. Super. Abschließend haben wir noch ein Thema, was wir im Vorhinein schon ein bisschen angerissen haben. Hat mich sehr fasziniert. Das Thema Lebensgesetze. Dass es ein paar Gesetze gibt, deiner Meinung nach, und auch vieler Meinung nach, die was immer gelten. Genau. Also, ich habe einfach lernen dürfen, dass es neben den physikalischen Gesetzen, die wir alle in der Schule gelernt haben, auch Lebensgesetze gibt oder Erfolgsgesetze, wie man es dann auch immer nennt, die den Erfolg einfach fördern können. Ja? Und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Bewusstsein. Ich habe von diesen Gesetzen früher noch nie was gehört. Deshalb waren viele Dinge für mich einfach Glück oder Zufall, wie man es auch immer nennen möchte. Und diese Gesetze habe auch ich durch Mentoren kennengelernt. Mir hat das Thema dann immer mehr gefesselt, habe mir dann auch Menschen gesucht, die mich da begleiten, die mich da fördern und die mir das zeigen. Was ist da so ein Gesetz? Ein Lebensgesetz zum Beispiel ist für mich Gesetz des Rhythmus. Ja. Das ist ein ganz spannendes. Ich habe früher immer gekämpft mit Tiefen. Mittlerweile weiß ich, dass es nicht nur linear oder bergauf gehen kann, sondern dass auch Tiefen oder Täler genauso dazugehören wie ein Hoch und dass das ganz ein normaler Lebensrhythmus ist und nichts Schlechtes, von dem ich jetzt mich fürchten muss, Angst haben muss, sondern das gehört einfach mit dazu. Und seit mir das auch so bewusst ist und ich das weiß, weiß ich auch, dass nach jedem Tief immer wieder ein Hoch kommt. Und das gibt mir natürlich auch wieder Zuversicht, Hoffnung und hilft mir dabei, in schwierigen Phasen auch leichter damit umzugehen. Was würdest du wem raten, jetzt sehr allgemein, der vielleicht gerade Familienpapa, Familienmama ist, frisch gebacken, finanziell ist momentan gerade angespannt und erlebt so Tag für Tag in der Früh in die Arbeit, auf die Nacht schlafen, immer eingespannt, vielleicht einmal im Jahr in Urlaub und er kennt eigentlich gar nicht so sein Leben. Was würdest du demjenigen raten? Überhaupt einmal den ersten Schritt zu machen, sich einmal zu sagen, vielleicht einmal eine kurze Pause machen und sagen, ich nehme mir jetzt bewusst einfach, sei es eine halbe Stunde in der Woche, wo ich genau an diesen Sachen arbeiten will, wo ich einmal reflektiere, in mich gehe. Ich glaube, gerade reflektieren ist auch ganz was Wichtiges immer wieder. Auch zum Beispiel am Ende der Woche, wie war die Woche, was ist mir gut gelungen, weniger gut gelungen. Auch das ist ja förderlich wieder für das Bewusstsein. Und das würde ich sagen, ist einfach der erste und wichtigste Schritt, da diese einfach eine gewisse Offenheit dem Thema auch zu wagen und auch den Mut haben, das vielleicht einmal auszuprobieren oder mit Menschen einfach über das Thema mal reden. Und wenn man dann noch mehr braucht, dann kann man ja zu dir kommen. Lieber Thomas Reibel, herzlichen Dank für diesen super Lauf heute bei dem tollen Novembertagerl auf frischer Straße. Ja, wie perfekt. Das die habe ich selber noch nicht gesehen. Also vielen Dank für deine Infos. Wo findet man die abschließend? Im Internet, überall, Facebook, Instagram, aber im Internet unter www.finanz-lebensplanung.com. Genau. Das werden wir auch verlinken. Dankeschön.